So, ich hoffe mal, dass das Spiel nicht so Probleme macht wie beim letzten Mal, was hat wieder ein Update bekommen, was mir Angst macht. Yay! Beim ersten Update kriege ich erstmal Angst. Ja, auch verständlich irgendwo. Naja, weil das halt den Unterschied macht zwischen wir dürfen wieder von vorne anfangen und hören komplett auf oder wir spielen weiter. Genau. Ja, und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream. Akaya habe ich gerade die Einladung geschickt. Wie das Handenlähmt. Ja, das wird hoffentlich heute wieder spaßig. Hoffentlich haben wir heute nicht so extreme Probleme wie beim letzten Mal. Akaya geht es mittlerweile auch besser. Der hatte letztens noch Grippe. Naja, also ich bin immer noch leicht angeschlagen. Ich glaube, das ist nicht zu überhören, aber Ja, mir aber geht's er geht weitestgehend noch, finde ich. naja, ist halt jetzt nur noch Problem mit Nase und Schleim im Hals, also. Wo in den Truhen war unser Essen drin? Da ist eine gebratene Krabbe. Ich bin am Verhungern. Finger weg von meinem Boot. Ich stell dir nur eine einzige Regel in dem Spiel. Finger weg von meinem Boot. Ich fahre an deinem Boot gar nicht dran. Ich habe mir nur was zu essen Ich und zu sag's trinken nur. geholt. Ich sag's nur, mein Boot ist meine Zone und die ist Verbot für dich. Was in meiner Kiste landet, bleibt in meiner Kiste, bis ich es rausnehme. Im Übrigen, ich habe das Spiel mal ein bisschen lauter gestellt und mich generell ein bisschen leiser. Weil mir das Spiel, als ich das geschnitten hatte, ein bisschen leise vorkam. Habe ich einen Knick in der Optik oder ist es in meinem PC? Warte mal, ist es im Stream auch so? Da zieht sich irgendwie so ein Riss durch mein Gesicht. Was ist los? Ich würde sagen, du bist einfach gespalten. Ja, so sieht's auch wirklich gerade bei mir aus. Nicht, dass du es ohnehin schon irgendwie bist, das bist du jetzt einfach nochmal doppelt. Siehst du das im Stream? Ich habe gerade reingeguckt und nee, da scheint nichts zu sein. Warte doch, guck hier, guck noch mal, ich guck gerade in den Himmel. Ach, da, ja. Den Strich, den sehe ich. Als ob mir jemand so Ich eine dachte, Axt du durchs meinst. Gesicht gezogen hat. Ja, ich habe dir einmal hier mein Messer durch die Augen gezogen. Ist das ein Bug oder ist das ein Feature? Wenn es im Spiel ist, dann ist Ach es kein nö, Bug, sondern ich hör die Bastarde doch. Wenn es im Spiel ist, dann ist es ein Feature und kein Bug. Headshot. Erster Headshot. Der betrachtet erstmal die Leiche von seinem Kollegen. Warte, was? Armbrust auf Headshot macht One-Shot. Scheinbar. Aber auch Und nur, du wenn kriegst da auch Munition Messer. ist. Nee, er hat nur den einen geone-shottet. Weißt du, Der starten hat und kein direkt Headshot werde ich bekommen. geraidet. Das war der letzte hat kein Headshot bekommen. Das war ein Schuss in die Schulter. Ich habe auf den Kopf gezielt. Weißt Das du war aber was? Ich nicht. pack mein Inventar immer weg und ich gehe mich eben kurz ersaufen. Mich stört Warum? dieser Stich im Bild. Deswegen, ich pack mein Inventar mal eben kurz weg. Die untere Leiste, die kann ich ja ignorieren. Die behalte ich ja so oder so, ne? Und die Rüstung. Warte, das in die richtige Box. Und der Grund, weswegen ich zu spät gekommen bin, so ein bisschen Einkäufe? ist ja, unter anderem, und ich habe mir mein Essen mal schnell fertig gemacht. Ach, solange es nicht so ein Zanni-Grund ist, wie ich bin eingeschlafen, ist doch noch alles gut. So, ich habe das Teil jetzt befüllt. Ich gehe mich jetzt saufen. Ich hoffe, dass dadurch der Knick in meiner Optik verschwindet. Kannst du übrigens beitreten? Oder ist noch am Laden? Ich probiere jetzt erst, weil ich habe erst das Spiel starten müssen. Du weißt doch, dass es dauert. Und dann kann ich ja mein Chatfenster anpassen. Ritterrost ist unterwegs. Was wären denn überhaupt unsere Ziele heute? Ich würde auf jeden Fall sagen, der Rucksack, die Atemluftflasche, zusätzlich die Luftfüllstation, damit wir diese Atemluftflaschen auch befüllen können. Und natürlich der Ofen. Ich finde, diese vier Sachen sollten wir uns auf jeden Fall heute als Ziel setzen. Also mit dem Rucksack wünsche ich dir schon mal viel Spaß, die Haihaut zu besorgen.
Ich habe bisher noch nicht mal wirklich einen gesehen. Ich würde auch sagen, dass der Rucksack als letztes von der Liste ist. Als allererstes würde ich tatsächlich den Ofen, weil ohne den können wir Atemluftflasche und Luftfilterstation eh nicht machen. Ich finde es auch absolut sinnlos, dass man die Armbrust unter Wasser nicht nutzen kann. Spiel startet. Also wenn ich in die alte Welt nicht reinjoinen kann, dann kannst du es auch nicht. Also kann ich denn da direkt von Anfang an jetzt erstmal prüfen. Aber schön, dass jedes neue Update, wenn du das auf keine hast, einfach das Spiel zerstört. Zumindest für uns beide. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, andere haben das Problem nicht. Wir sehen es jetzt. Es kann auch, wie gesagt, sein, dass die von Anfang an auf 1.04 gestellt haben, im Gegensatz zu uns. Die haben es nur auch direkt schon am Release-Tag gespielt, also unwahrscheinlich. Also das, was ich im Inventar hatte, ist weg. Aber unsere Basis ist noch da. Und die Insel wurde gerade nochmal neu von vorne entdeckt. Also ich darf meine Ja. Armbrust, meinen Speer und so weiter nochmal neu machen. Wir können Inseln ja auch nicht mehr claimen, also. Doch, die Flagge Zumindest ist in noch der da Version. hinten. Nee, in der Version kann man Inseln nicht mehr claimen, aber man kann noch Flaggen platzieren. Warte mal, wenn Weil ich du weiß, siehst, dass das strandet die Insel funktioniert. neutral. So, was brauchte ich denn für eine Armbrust? Ich darf mir ja da wieder nochmal neu machen. Haufenweise Schrott. Zumindest war ich so schlau, den Schrott und so weiter schon mal einzuräumen. Aber ich glaube, beim Gummi war ich. Doch, ich war so schlau, abgesehen von dem, was ich unten in der Leiste hatte, alles nochmal neu einzuräumen. Das Spiel funktioniert komplett gut und hat keinerlei Bugs. Unser Baum wächst in Schnellvorgang. Guck dir das mal Du im hast Stream an, wie schnell der wächst. einfach eine Zeitraffer angemacht. Guck an, wie schnell der wächst. Ich habe den nicht mal abgebaut. Ich glaube, der versucht gerade, den Baum noch mal neu wachsen zu lassen. Wie der gerade eben war. Lad noch mal ein. Aber guck mal, wie schnell der wächst. Das ist doch wunderschön. Nö, Game ist full. Ich habe auch 15 Ach, Leute wie gestellt. schön, dass. Ach, wie schön, dass das Spiel keine Bugs hat. Also, neue Welt? Nochmal von vorn? Keine Ahnung, müssen wir wohl mal probieren. Auf ein neues. Aber jetzt wissen wir noch mehr als vorher. Eventuell starten wir jetzt noch schneller. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein. Warte mal, habe ich hier irgendwas, das das umstellen kann? Nee, Karte teilen, Forschung teilen, Flagge teilen, Eigenschutz, nee. Also, Shinings Welt 3.0, fertig. Ach nee, ich muss eine neue Welt machen. Umbenennen reicht nicht. Ich mache einfach mal so. 0.104. Einfach, um mich selbst daran zu erinnern, dass es auf 0.4 ist. Auf ein neues, würde ich sagen. Aktuell scheint es irgendwie zumindest zu funktionieren. Frage, wie lange? Bei mir stehst du hier noch nirgendwo. Also wenn, müsstest du ja da spawnen, wo wir immer spawnen. Bei mir war das gerade eben Ich auch bin so. unter unserer Basis gespawnt. Aber du bist am Leben und hier. Ja, Warte. am Leben, aber auch nur relativ. Unter unserer Basis. Ah, da. Ja, guck, funktioniert doch. Ach, wer weiß, wie wir ihn versuchen. Guck mal, mein Messer. Warte. Ich hoffe, du hast das im Stream gerade gesehen. Nein. Du hast gerade bei mir die Lichtgeschwindigkeit erreicht und bist an mir vorbeigeschossen. Ja, weil das Spiel ziemlich am Laggen ist bei mir. Warte. Also, wenn das weiterhin so laggt, dann weiß ich nicht, ob das wirklich was ist, dass wir jetzt hier weiterspielen. Junge, bei mir bist du im Stream immer noch auf dem Floß. Also ich sehe über mein Handy rein und ich gucke dich gerade an im Stream. Jetzt wieder nicht.
Also bei mir ist das mega aktuell. Also bei mir im Stream bist du jetzt erst unter der Basis und suchst mich. Also Grafik? Ja, ich hab's gesehen, wie ich an dir vorbeigeschossen bin. Lichtgeschwindigkeit. So. Akai hat ja zumindest bei geschafft beizutreten, ne? Lichtgeschwindigkeit hättest du mich denn nicht gesehen. Du hast auf jeden Fall stark beschleunigt. So. Akai hat es endlich geschafft beizutreten nach einer Stunde. Ich erforsche jetzt den Ofen. Wir haben ihn endlich erforscht. Und jetzt bin ich gespannt, was man braucht, um den überhaupt herzustellen. In welchem Reiter ist der überhaupt? Ah, hier. 15 Metallschrott, 15 Holzplatten. Ach, Gummi, wir können den, glaube ich, sogar echt herstellen, weil ich gerade noch Gummi gesammelt habe. Ja, wir können ihn herstellen. Wir haben instant den Ofen. Wie viel Metallschrott waren es nochmal? Nur 2 bei mir, weil ich 13 gerade bei mir habe. Bei mir steht dort, dass wir auch Eisenbarren brauchen. So? Ich stelle den Ofen mal neben unseren Reiniger. Ach. Der braucht auch Holz. Da packe ich mal direkt rein, so viel ich gerade hatte. So, jetzt können wir da Eisen braten, wenn wir mal welches haben. Metallschrott geht wahrscheinlich nicht. Unwahrscheinlich. Nee, geht nicht. Hab ich jetzt einmal mal geprüft. Hast du immer noch nur ein FPS oder fängt sich langsam? Also, du siehst, dass ich hier nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit rumdüse, also... Hat sich gefangen. Das geht. Okay, hat zwar nur eine Stunde gedauert, aber Akaya ist da und bei ihm funktioniert alles. Wir mussten zigtausendmal umstellen, aber wir haben es geschafft. Wir haben nicht aufgegeben und müssen das Projekt noch nicht aufgeben. Ob es das wert war, ich weiß ja nicht. Ey, du darfst dein Inventar behalten. Und, Leute, wir haben den heiligen Ofen. Aber ich würde sagen, was lernen wir daraus? In Zukunft sollten wir immer unser ganzes Inventar in unserem Warf entleeren, bevor wir rausgehen. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Oder an den Kisten. Nee, im Warf können wir denn besser wissen, wem welches Item gehört. Falls du Essen brauchst, ich brate hier gerade ein paar von diesen Muscheln. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn du viel Holz mitbringst. So, als was meinst du? Was meinst du, was ich mit meinem Messer gerade mache? Ich fäll damit Bäume. So, als nächstes hatten wir... Wir könnten die Rüstungswerkstatt, glaube ich, instant herstellen, wenn du 5 Holz mitbringst. Wir brauchen so oder so für alles, was wir hier erforschen wollen, erstmal Metall, also Eisenbahn. Das heißt, wir müssen ja, Eisenbahn finden, komm mal hier hin an der Metalltruhe, da ist für dich eine Spitzhacke drin. Ich will auch meinen Bandana haben. Dann hast du jetzt endlich eine Spitzhacke. Dann kannst du auch das Zeug abbauen. Hier, da hast du Holz. So. Ach, ich brauche das Bandana nicht, ich habe schon eines. Dann willst du mal den haben? Stoff? Jetzt das Bandana dann haben. Wenn es den rechten Inventarslot nimmt, dann ja, ansonsten nein. Das nimmt den rechten, das ist ja eine Maske. Warum sollte es den Helmslot nehmen, wenn es eine Maske dann ist? Her. Den holst dir. So, dann erforschen wir mal die Rüstungswerkstatt, also die Werkbank. So, und für alles, was wir haben wollen, abgesehen von der Dreifachlaufpistole, ich glaube, die können wir auch instant herstellen. Ja, können wir. Sofern die Komponenten noch da sind, ist alles vorhanden, glaube ich. Ja. Ich wäre dafür, dass wir jetzt nächstes die blöde Sauerstoffflasche machen. Wir brauchen so oder so auch die Füllstation. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, das sollte erstmal unser Fokus sein, damit wir länger tauchen können. So, die Dreifachlaufpistole habe ich auch mal erforscht, einfach damit sie erforscht ist. Warum? Die Ressourcen. Einfach damit es erforscht ist. Wir könnten auch diese Wandsperre basteln, damit hätten wir eine Verteidigung gegen diese Hüpfer. Fügt Feind bei Kontakt Schaden zu. So.
Ja, aber ob die wirklich so funktioniert, wie du es dir vorstellst, ist eine andere Sache. Ich pack auf jeden Fall mal das ganze Holz in die Objekte hier rein. Also ich habe alle Sachen so gut gefüllt, wie es ging jetzt. Was braucht man denn für die Pistolen an sich? Naja, Materialien. Die Dreifachlaufpistole könnten wir instant herstellen. Wir können die Muni aber noch nicht wirklich verlässig machen. Die Munition haben wir, glaube ich, auch schon erforscht. Guck mal, wann immer du jetzt was erforschst, siehst du einen Vogel. Wie? Ich habe hier ein Ölgemälde mit Vögeln hingehangen. Ach so! Ich habe einen richtigen Vogel gesucht. Schwarzpulver? Schwarzpulver und zwei Metallschrott? Doch, die Munition können wir easy herstellen. Wir haben, glaube ich, wir können sogar ein bisschen direkt herstellen. Warte, Schwarzpulver besteht aus Schwefel und Holzkohle. Kannst du meinetwegen auch herstellen, wenn du möchtest. Holzkohle kriegen wir sowieso nach jedem Braten einmal. Und zwei Metallschrott sind ja jetzt nicht die Welt. Da hat wer gehupt. Ja, die hupen jetzt. Ja, sind locker 10 Holz. Jetzt würde, wenn du ein Klebeband hast, dann kann ich dir die erste Knarre geben. Ich guck gerade. Ja. Ich habe mir mal den Klebeband aus deinem Schiff geklaut. Du kriegst das, was übrig bleibt, wieder. Ich bin sogar so freundlich und geb dir die erste Knarre. Ja, Junge, wie viel Materialien sind hier noch in meinem Schiff? Ich habe von meiner letzten Loot-Tour noch nicht alles wieder rausgebracht. Da, guck mal in die Metallkiste, da ist was Schönes für dich drin. Da liegen noch ein paar Sachen um mein Boot herum, die du einmal am besten holen solltest. Glas und Benzin. Ja, mein Inventar war voll. Na gut, das Klebeband und so weiter, das kann ich ja generell in die Kiste packen. Hier, guck mal, wie viel Holz in meinem Raft war. Guck mal in die Metallkiste, da ist was Schönes für dich drin. Ich muss erstmal Platz machen. Hast du dir schon Munition hergestellt? Ja, habe ich. Dann zeig ich mal die Knarre. Dann habe ich ein Thumbnail. Obwohl, habe ich allein schon für den Ofen. Jetzt einmal abschießen, dann mache ich genau davon einen Screenshot. Musst du nach jedem Schuss nachladen? Ja. Ich glaube, das ist der Vorteil, den die Dreifachlaufpistole hat. Sie macht zwar weniger Schaden, aber dafür kannst du dreimal schießen. Okay, nochmal dreimal Klebeband und ein paar Komponenten und ich habe auch eine Pistole. Wie gesagt, das Material ist ja schnell hergestellt. Du musst das mal an einem Gegner testen, wie viel Schaden du machst. Natürlich geht das nicht, weil hier keiner ist. Wie viel Holz du geholt hast in der kurzen Zeit? Das Holz war noch in meiner Kiste auf meinem Floß. Reicht das für eine Wasserflasche? Ich habe noch keine. Ja, das Glas reicht. Ja, ich nehme mir das, weil ich brauche auch meine Wasserflasche. Ich habe noch keine. Du hast ja schon eine, ne? Ja. In der Tat. So, meine Wasserflasche ist gefüllt. Nein, ein Vorteil, den die Schwarzpulverwaffen, sage ich jetzt mal, haben. Du kannst Munition höher stacken als die Bolzen für die Armbrust. Wie hoch ist denn der Stack? Kannst du das mal in der Kiste zum Beispiel zeigen, hier bei der Kiste? Keine Ahnung. Also ich habe gerade 60 und das ist eventuell noch nicht das Limit. Aber ich hatte keinen Schwarzpulver mehr. Also Schwarzpulver ist ja wie gesagt easy hergestellt. Die Holzkohle, solange wir Kohle haben, die haben wir aber aktuell gerade nicht. Also du kriegst ja nach jedem Mal was kochen etwas. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn du hier in dem Teil hier was brätst, beim Ofen, dass du da auch Holzkohle rausbekommst. Das würde zumindest Sinn machen. Ja, Junge, guck mal, wie viel Stoff wir einfach haben. Ja, das ist ein wunderschöner Anblick. So viel Stoff hatten wir noch nie. Ja. Wir werden noch größere Augen machen, wenn wir gucken, wie schnell das wieder weg ist. Das ist schnell weg, glaube ich.
Aber wir bräuchten mal einen Gegner, damit du das testen kannst. Du kannst mal, wir können ja mal darüber gehen, vielleicht sind die ja respawned. Obwohl, unsere Insel war ja auch wieder so, wie sie war. Die Insel dahinter uns, in Richtung, wo auch der Händler ist, da könntest du das mal ausprobieren, die Knarre. Aber dann bitte, wenn ich dabei bin, ich will aussehen, wie schnell die die tötet. Weißt du, die mit dem Baum und dem Stein da vorne? Ja, da, das war eine Mutanteninsel, das habe ich mir gemerkt aus dem ersten Stream. Dann töten wir einfach mal alles und holen uns die Ressourcen. Im Übrigen, das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, wenn du nach oben links guckst, das ist für, eventuell auch für die YouTube-Zuschauer interessant, dann könnt ihr ungefähr sehen, wie lang unsere Session schon geht. Also zwischen Tag und der Uhrzeit des Tages könnt ihr sehen, wie lange ich den Server offen habe. Dann könnt ihr euch immer ausrechnen, wie viel Zeit ich weggeschnitten habe. Für diejenigen, die dann irgendwann den dritten Teil auf YouTube sehen. Weil auf Twitch ist es ja irrelevant. Neues Gebiet entdeckt. Kleine Felseninsel, es wird gleich dunkel. Egal. Dann bin ich mal gespannt, wie stark deine Knarre ist. Das hier war auf jeden Fall eine Mutanteninsel. Können uns dann, wenn die tot sind, auch direkt das Holz hier gönnen. Hatte ich auch vor. So. Ich glaube, ich habe sie getriggert. Zumindest ist die Kampfmusik ertönt. Ich glaube, die warten da bei den Felsen. Hast du ihn insta gekillt? Ich weiß nicht mal, ob ich da einen getroffen habe. Ich habe auf etwas geschossen, was aussah wie einer. So, ich. Da ist was. Also. Daneben? Nee, der hat getroffen. Der erste hat nicht getroffen. Okay, der hat jetzt auch wieder nicht getroffen. Also, die scheint zwar ganz okay zu sein, aber nicht allzu stark. Nee, ich bin mit dem Speer ehrlich gesagt gegen solche Viecher besser. Ich würde ehrlich gesagt auch gerne zurückgehen, weil man sieht die kaum. Ich würde, wenn bei Tag hin nochmal hingehen. Deine Schüsse prallen ab. So, jetzt sehe ich was. Jetzt kann ich den Kampf auch so, besser jetzt aufnehmen. Hier hinten in dem. Hier ist Eisen, glaube ich. Ich glaube, ich habe hier gerade instant auf der Insel Eisen gerade gesehen. Ich will erstmal den mit der Armbrust gerade weg haben. Einen habe ich gerade umgebracht. Der mit der Armbrust lebt aber noch. Jetzt nicht mehr. Da ist noch einer mit Armbrust. Hat man, ist es nicht leichter, die im Nahkampf zu töten? Eigentlich ja. Guck mal, hier gibt es einfach Zitronenbüsche. Vor allem, weißt du was? Einer hatte hier einfach Wasser dabei. Also, gut, dass ich nichts getrunken habe. So, ich habe mir jetzt erstmal mein Zeug hier geholt. Ja, ich hätte dich fast gerade weggeheadshottet. Oh, nimm ich. Wo ist jetzt der Typ mit dem Speer verreckt? Der ist, glaube ich, weiter vorne ein bisschen verreckt. Aber guck mal hier an der Seite. Ich glaube, das ist Eisen. Ja, das ist Eisen, das rote hier. Komm mal zu mir. Guck, war doch gut, dass wir hergekommen sind. Lass abbauen, wir brauchen gesagt, das. Ich hab doch gesagt, wir sollten nicht hier hin. Ja, wir können ja hier hin umziehen, wenn wir das ganze Zeug einpacken. Nee, also, wir können die Insel ja nicht mal claimen. Kann man, ja. Warte mal. Das haben sie doch erst in einer neueren Version. Ja, aber unser Zeug, alles war ja auch da gerade, also. Ja, aber nur weil wir Flaggen platzieren können, heißt es nicht, dass wir Sachen claimen können. Warte, ich teste. Kleine Felseninsel, das ist Sankteninsel. Doch, das ist unsere Insel jetzt. Lol, das. Ja, okay, aber hierhin umziehen, ich weiß ja nicht. Die Insel ist zwar nice und so, aber fürs Bauen sieht die eher kacke aus. Ansonsten können wir auch bei der ersten Insel einfach durchgehend bleiben und einfach die Basis im Inventar. Boah, Junge, nee, Mann, Eisenohr braucht ja mal richtig viel Platz im Inventar. Oh. Die können gerade mal mit 5 stacken, ey. Aber ist doch gut, wenn wir schon mal ein bisschen was haben. Ein bisschen viel. Ich hab 3 Stacks und noch ein paar zerquetschte. Boah, Junge, das Messer ist so geil, um die Bäume zu fällen, weil das so schnell ist. Oh, hier sind auch nochmal Jakobsmuscheln.
Also das Eisen, das brauchen wir ja so oder so. Hier sind Schildkröten! Töte es, bevor es Eier legt. Warte, willst du die Schildkröten nicht sehen? Kann ich die überhaupt töten? Bestimmt. Und ich werde die noch früh genug sehen. Die sind echt langsam. Die geben nur rohes Fleisch. Ja, und rohes Fleisch ist doch ganz gut. Also wirklich das ganz normale Fleisch. Ja, aber normales rohes Fleisch ist doch, glaube ich, sogar besser gewesen als die Krabben als einzigstes. Nee, die Krabben waren eigentlich bisher, glaube ich, das Beste, was man... Nee, eine Sache hatten wir, die besser war als rohes Fleisch. Im Übrigen, auf der rechten Seite, wo die ganz vielen Bäume sind, da geht's ultra weit runter. Nicht nur ein weiteres. Bei der Menge an Holz, die ich hier von der Insel hole, können wir mindestens... Ist eine dicke, fette Kiste. Wir brauchen da mindestens noch zwei weitere Lager. Bauplan für eine Fußbodenplatte und ich habe einen Bauplan für ein Motorboot gefunden. Ja, Motorboot. Will haben. Das ist aber benzinbetrieben, steht extra bei. Ja, und hast du es gelernt? Ja, und ich gehe gerade auf den Reiter. 15 Metallschrott, 10 Gummi, 10 Komponenten sollten wir sogar haben. Ja, Junge, das mache ich mir. Müssen aber dafür nach Hause. Also ich habe das, was wir zu Hause haben, mitgerechnet. Ist mir schon klar. Wir haben hier auch keinen Metallschrott auf der Insel gelootet, du Einfallspinsel. Zumindest nicht auf der Insel. Du so ein bisschen im Wasser, ja, aber ich habe nur Holz. So, aber es später noch das Auto da. Dann habe ich später noch eine andere Möglichkeit gibt, an Benzin zu kommen, außer Autos zu zerlegen. Gute Frage, nächste Frage. Bestimmt kann man das irgendwie später selber herstellen. Wahrscheinlich mit der nächsten Forschungsstufe. Keine Ahnung. Holz. Oh, ich habe mir ein Magazin schlüpfriges zum Verkaufen. Ich nehme mir jetzt erstmal nur einen Stack von den Eisen und das schmeiße ich jetzt mal in den Ofen. Ich hoffe, man kann die im Stack reinschmeißen. Achso, ich hatte mit mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn es wie in Raft ist, dass du sie einzeln machen musst. Ich hab's aus Versehen aufs Boot geworfen, weil mein Inventar voll war. Ja, wir sehen's ja jetzt. Ja, einzeln. Die Frage ist, wie lange braucht es? Wenn's lange braucht, dann würde ich einfach eine Kiste daneben stellen und da kommt dann nur Eisen rein und Kupfer. Okay, da ist jetzt leer. Ja, und das Holz zieht jetzt nach hier hinten um. Ja, ich habe die beiden Holzdinger einmal hier eingepackt. Du kannst sie umstellen. Irrelevant. Die wären, glaube ich, besser, wenn wir sie einfach kaputt gemacht hätten. Sofern das überhaupt geht. Bevor wir den Griller bauen, würde ich da am besten erstmal das Holz verwerten. Also da noch 6-mal Sachen braten und dann erst umstellen. So, mein Metallschrott habe ich direkt mal eingelagert. Sollen wir die Kisten einfach da lassen? Keine Ahnung. Also die sollten wir im Nachhinein schon irgendwie nochmal umplatzieren. Würde so, ich jetzt die mal Holzregale so habe ich mir jetzt direkt mal gegriffen und stelle sie gerade nach hier hin. Wie viel kostet denn nochmal eine Holzkiste? Dann will ich halt wirklich direkt daneben so ein Holzding hinstellen. Dass wir da unser Eisen hineintun, dass wir es das direkt halt immer nehmen können. Ach, mir fällt gerade noch was anderes Wichtiges ein. Du hast dir die Komponenten gegriffen, oder? Wir haben einfach keine. Drei Komponenten. Du hast ja ziemlich viele Komponenten auch verbraucht gehabt. So, Mr. Krabs kommt mal auf den Grill. Da ist ihm schön warm. So, jetzt sollte ich die Kiste gucken. Unsere Boote können ja auch tatsächlich kaputt gehen, sehe ich gerade. Die haben eine AP-Leiste. Na natürlich. Ich meine, dass die eine Haltbarkeit haben, das wusste ich, aber... Dass die da eine AP-Leiste haben. So, eine Holzkiste und die schmeiße ich jetzt direkt neben dem Ofen.
Da kommt dann einfach das ganze Eisen rein. Ich glaube, ich düse mal zum Highway. Okay, wir haben unseren ersten Eisenbahn. Damit könnte ich entweder den Tresor erforschen. Wenn ich auf den erforsche direkt die kleine Atemluftflasche, aber wir brauchen dann noch die Luftfüllstation. So, wir können jetzt die Atemluftflasche herstellen. Und die Luftfüllstation ist danach. Ein Eisen, 6 Komponenten, 4 Gummi. Das Gummi ist nicht das Problem. Na doch, schon so. Nee, das Eisen, das ist wirklich sehr schnell gebraten tatsächlich. Und man kriegt ja zweimal Kohle raus. Das ist sehr, sehr schnell gebraten. Ja, aber überlegt mal, dadurch, dass man zweimal Kohle bekommt, bedeutet es auch, dass es zweimal Holz brennt. Also bisher habe ich 2 gebraten und es ist nur ein Holz, also es sind 2 Holz verbraten worden. Aber weißt du, was mir auch gerade in deinem Inventar aufgefallen ist? Der Rüstungswert scheint nicht mehr runterzugehen, wenn die Rüstung beschädigt ist. Was? Der Rüstungswert ist ja vorher runtergegangen. Ah ne, der geht immer noch runter. Den können wir auch herstellen. Dann können wir unsere Ausrüstung wieder herstellen. Ja. Ach, ich muss mein Inventar erstmal leeren. Also Small Rock Island haben wir zu 98% erforscht. Zu 89, also fast... Keine Ahnung. Irgendwas haben wir da anscheinend noch nicht abgebaut. So, die Umzugskiste da rein. Ich gucke halt, dass ich den Grill aufbaue, bevor ich den umstelle. Ja, ist echt schnell verbraten. Das Eisen, das war bei mir mit drin, ne? Aber wir müssen mal langsam mehr Lampen aufstellen, tatsächlich. Ach komm, ich also ich muss sagen, der Highway ist ein bisschen enttäuschend. Hier sind nicht wirklich Autos. Ich würde sagen, das gebratene Eisen kann man ja nochmal eine extra Kiste machen. Oh, ich habe was richtig Geiles gerade gelootet. Ich habe ein Fernglas. Wir sehen. Die Atemluftfüllstation, die können wir jetzt auch instant machen. Also die kann ich jetzt auch erforschen. Die ist, glaube ich, auch wichtiger. Aber ohne das funktioniert das andere wahrscheinlich nicht. Vor allem das Fernglas kann man anscheinend auch einfach normal benutzen. So, für die Luftfüllstation 12 Schrott, 4 Eisen und 8 Gummi. Die müssen wir aber auf jeden Fall zuerst machen. Ich muss sagen, die Autos sind hier echt enttäuschend. Aber zumindest wissen wir, dass wir hier Benzin herbekommen könnten. Zumindest weiß ich, dass jetzt zwei hier Benzinfässer rumstehen. Dann haben wir doch was Gutes. Ja, aber trotzdem blöd, dass hier anscheinend, trotz dessen, dass das ein Highway ist, kein einziges Auto ist. So, Rüstungswerkbank. Die ist ja auch irgendwo wichtig, habe ich jetzt mal hergestellt und aufgestellt. Oh lol. Du reparierst nicht das, was du hast, sondern du stellst daran neue Ausrüstung her. Hier eine Karte im Wald. Die hat einfach 25 Rüstung. Ja, die stellst aber auch aus einem kaputten Komponententeil her. Vor allen Dingen, ich sehe hier etwas, was wir noch nicht haben. Ballistische Faser. Stahlbarren. Also Stahlbarren. Spoiler! Das steht hier halt. Ich weiß. Ich bin ja auch im Stream. Waffenwerkbank können... vielleicht wäre es schlau noch ein... Obwohl, nee, ist ja schnell gebraten, wie gesagt. Ich habe gerade über einen zweiten Ofen nachgedacht. Aber das Zeug ist ja wirklich sehr schnell gebraten. Das Stahl wird aber wahrscheinlich eine Heidenarbeit brauchen. Vergiss nicht, nach Ärzten Ausschau zu halten, ne? Du hast ja jetzt gesehen, wie sie aussehen. Junge, meine Sicht ist so minus 10, als wenn ich da jetzt irgendwie auf Erze aufpassen könnte. So, 3 Sachen, die man noch verbraten kann. Ja, das rohe Fleisch. Ich bin hier nämlich gerade frierend am Highway unterwegs. Komm doch zurück. Wo hört ihr noch den Tod? Aber ist doch schön, wir haben jetzt Eisen. Alter, das ist innerhalb von 10 Sekunden gebraten.
Eine Komponente sollte man gerade opfern können. Wir müssen echt mal gucken, wo wir die blöden... Wo wir hier die blöde Baumwolle herkriegen. Warte mal. Jetzt ist das wieder auf Gummi, Glas und Metallschrott, das Komponenten herstellen. Ich suche gerade Glas, aber leider werde ich nicht fündig. Weil wir keins mehr haben, du Einfallspinsel. Ja, leider. Weil du es für deine Flasche benutzt hast. LOL, ich habe Pistol-Ammo hier gefunden einfach. Und Gunparts. Das kriegst du hier einfach in Polizeiautos. Polizeiautos sind hier auf dem Highway und die geben einfach Muni. Jetzt kann ich eigentlich das testen, was ich letzten Stream schon testen wollte. Mit den Leuchtfackeln. Ob die Wärme geben. Aber Polizeiautos sind ja mal eine richtig gute Munitionsquelle. Zumindest für moderne Pistolenmunition. Ich glaube, die Leuchtfackeln geben tatsächlich Wärme. Kannst du mir denn mal eine vorbeibringen? Oder zwei oder so? Also neben der Fackel habe ich gerade das Frieren nicht bekommen. Wir bräuchten Komponenten. Die Kampfrüstung könnte man schon mal erforschen. Die eine Marlinhaut können wir dafür opfern. Jetzt können wir Kampfrüstung herstellen. Kostet nur 4 Eisenbahnen, wenn man sie herstellen will. Aber wenigstens hat das Erforschen nur 1 gekostet. Und den Amboss kann man auch direkt herstellen. Oh ja, endlich ist es nicht mehr kalt. Wenn du eine Komponente hast, hätten wir auch noch den Tresor. So, Amboss. Ja, das Eisen hat man ja recht schnell. Einfach ein Stück nehmen und reinschmeißen. Du hast das Motorboot schon gebastelt. Ja, ich hab halt die Komponenten und all das gefarmt, als ich drüben beim Highway war. Und wie schnell fährt das Ding? 100. Siehst du, lohnt sich doch. Und hier, guck mal. Das habe ich auch gelootet. Habe ich hier hingelegt. Die kriegt man anscheinend einfach aus Polizeiautos direkt. Ja, hast du noch eine Komponente? Ich würde gerne mal den Tresor erforschen. Ich will wissen, ob der mehr Lagerplatz hat. Weil ich kann mir das sehr gut vorstellen. Holt's dir ab von unserem Scrap-Lager. Du musst mal wieder Wasser nachfüllen. Hast du doch auch. Ach, nö, ich hab keinen Eimer. Da ist Holzkohle drin. Ich muss gleich noch mal... Hier ist doch ein Eimer. Ich habe nicht gesagt, dass wir keinen haben irgendwo. Ich habe nur gesagt, ich habe keinen. So, da habe ich die Umzugskiste hingekommen. Weißt du, was ich auch richtig geil finde? Wir haben hier direkt Broken PM Parts, um eine Pistole damit herzustellen. Und wir haben Pistolenmuni für moderne Pistolen. So, mach jetzt schneller Wasser. So, jetzt bin ich wieder los. So, den Grill packe ich jetzt auch. Willst du mitkommen zum Highway? Ich baue hier gerade. Okay, dann bin ich alleine los. Weil der Highway scheint eine relativ gute Quelle zu sein, doch schon. Aber 100 schaffst du meistens nicht mal mit dem Teil, also konstant bist du eher so auf 90. So, jetzt bin ich gespannt. Und der Benzinverbrauch, der geht sogar. Ich habe jetzt vom Highway bis zu unserer Basis und fast die Strecke zum Highway zurück 1 Liter jetzt verbraucht. Also ein einziges Mal Benzin. Okay, der Tresor, der bringt's auch nicht.
Aber ich find's einfach geil, dass so ein ganzer Benzinkanister einfach nur ein Liter Benzin ist. Der Tresor, der ist auch nicht so geil. Keine Ahnung, habt ihr ja nicht gesehen, wie viel reinpasst. Der hat denselben Inventarplatz wie die normale Kiste. Also einfach designmäßig nur. Ich könnte gucken, ob der Stack eventuell größer ist. Nein. Der nimmt halt sogar wesentlich mehr Platz weg. Also fucking useless. Ich hatte so die Hoffnung, okay, das ist ein Tresor, da wird bestimmt mehr reinpassen. Nein. Okay, ich hab unser nächstes Raid-Ziel gefunden übrigens. Und zwar eine Insel, wo ein geiles Gebäude draufsteht. Aber jetzt guck mal, dass du mal hier Sauerstoffflaschen fertig machst für uns. Kumpel, ich muss erstmal hier die Füllstation machen. Ja, und dafür brauche ich Gummi. Doch. Gummi, das wir nicht haben. Ich bin doch schon dabei. Außerdem haben wir doch ein bisschen Gummi. Wir brauchen 8 und wir haben 3. Ja, und ich bringe bald noch welches mit. Ich meine, ich bin hier am Highway. Wo soll es Gummi geben, wenn nicht hier? Ich habe auch ein paar Electronic-Parts. Nutzen wir den Tresor doch wenigstens so. In den Tresor kommt das verarbeitete Zeug rein und in die Kiste daneben das Eisenerz, also das Erz an sich. Waren Electronics nicht sogar irgendwie scheiße selten oder so? Also wir brauchen die auch mal zumindest später. Waren die nicht irgendwie übel teuer gewesen sogar aktuell? Ich bin der Meinung, wir konnten die theoretisch schon herstellen. Also die braucht man fürs Akkuladegerät später. Nee. Herstellen können wir die anscheinend noch nicht. Ich glaube, wenn wir unsere Ausrüstung reparieren wollen, braucht man die Reparaturwerkbank. Sehr wahrscheinlich. Okay, wir müssen aber immer noch Kupfer finden. Oh, den leistungsstarken Destillierer wäre auch eine gute Idee. Der pumpt und destilliert Salzwasser und beschleunigt das. Der macht das dann selbstständig. Aber wahrscheinlich braucht der dann Strom. Möglich. Oder auch nicht. Wissen wir bisher ja so gerade noch nicht. Also er wird nicht wie der von Raft definitiv sein, der sich das einfach von unten zieht. Sicher. Also der einfach so sagt, ja, ich hab Tageslicht, ich mach das. Naja, bei Warf braucht er aber trotzdem auch Strom, also hallo? Etwas, das ich jetzt schon die ganze Zeit erforschen wollte. Und jetzt auch erforschen werde. Ich habe das Fischernetz erforscht. 3 Seile, 3 Komponenten. Ich würde davon nämlich gerne eins mal aufstellen. Kupfer, das klaue ich mir mal aus der Kiste. Genauso das Gummi. Nö, das klaue ich mir. Was sollen wir mit dem ganzen Scrap Metal machen, ey? Ins Lager packen. Was hast du mit den Komponenten wieder gemacht? Eben kurz genommen. Weil ich will jetzt eigentlich eine Waffenwerkbank mal herstellen. Ich hätte auch gerne mal eine Knarre. Er gibt das Eisen noch rüber. Ich habe alles andere. Ist doch egal, wer da drauf steht. So, das kommt dann hier in die Ecke. Da brauchst du aber so viel. Du brauchst Waffenteile, die kaputte MPM. Oh, guck mal, die Pistole, die du mit der PM beispielsweise machst, die ist nicht mal ansatzweise so stark wie die, die wir haben.
an das alte Repetiergewehr. Ich glaube, die Waffe, die du hast, hat, glaube ich, einen Angriffswert von 60, oder? 68. Das ist die einzige Waffe, die irgendwie in den Schadensbereich von der Waffe kommt, die du gerade nutzt. Dir ist aber schon klar, dass die anderen Waffen dafür um einiges schneller sind, oder? Ich sag ja nur. Das einzige Problem, So. was wir hier gerade haben, sind die Gunparts. Ich mache auch erstmal mal ein paar Seile. Und jetzt wird mal ein Fischernetz aufgestellt. Also, unser einziges Problem sind wirklich die Gunparts, ansonsten haben wir ein Ich paar stelle das mal Sachen. ein bisschen weiter von der Basis weg. Guck mal, da schwimmt jetzt unser Fischernetz. Rechts von dir. Da können wir eventuell ab und zu mal Fische einsammeln. Das Teil kann drei Fische fassen. Ich mach das mal aufs blaue Fischsymbol. So, fünf Komponenten haben wir noch. Und das Gummi, das wollte ich von dir haben für die Füllstation. Warum hast du die Lager so? Ach, ich hinterfrag's nicht. Dann haben wir hier einfach einen Gang mit Schrottlagern. Drei Gummi, wo hast du das Gummi hingepackt? Das ist noch im Raft. Im Raft sage ich schon. Das sollte eigentlich hier noch drin sein. Hab's mir gerade genommen. So, dann brauche ich jetzt nur noch das Schrott nehmen, den ich mein Inventar eventuell mal geleert habe. Ich habe jetzt einfach mal das genommen. So, Luftfüllstation. Stelle ich mal auf die andere Seite der Welt. Da können wir unsere Atemluftflaschen auffüllen, wenn wir mal endlich eine gebaut haben. Dafür bräuchten wir aber noch mal eine weitere Komponente. Und das für eine. Erdbeeren haben wir mittlerweile auch richtig viel. Aus den Erdbeeren kommt man doch auch was machen. Ja, Erdbeeren und Pilz ergeben ein etwas. Etwas, das wir nicht so dringend brauchen, glaube ich. Ich hab's mal hergestellt. Wobei doch, Ausdauermix ist geil. Ist aber nur in einem 5er-Stack verfügbar. Sauerstoffflasche, ich komme. Der sind wir noch, glaube ich, weit entfernt. Warte, ich guck noch mal, was die kostet. Sechs Nicht Komponente genug. pro Flasche. Das Eisen ist nicht das Problem. Wir haben ja Nee, auf der Insel also allein schon so viel Eisen bekommen. für eine hätte ich alles schon, aber für die zweite noch nicht. Das Kupfer für die nächste Aufwertung hast du. Warte mal, wie viele Komponenten hast du? Sieben. Ich guck mal, wie viel sind jetzt hier noch in der Kiste drin. Ja, nur noch eine. Zwei mehr und wir könnten die nächste Forschungsstufe. Aber ist es, meinst du, dass es das wirklich wert wäre? Ich meine, wir haben aktuell überhaupt schon übel Probleme hier mit unserem So. Dingens mitkommen, mit unserem Verbrauch an Komponenten. Glaubst du, wir können es uns tatsächlich leisten, auf die nächste Stufe einfach schon zu gehen, wenn wir nicht mal die Komponenten haben, um alles Mögliche zu machen, was wir so brauchen? So, ich habe mir einen 5er-Stack gemacht. Jetzt kann ich die Armbrust wegpacken. Also ich würde sagen, wir haben ganz eindeutig zu wenig Komponenten, als dass wir auf Tier 3 upgraden könnten. Leute, ihr seht bei mir endlich auch die Knarre. Junge, komm mal zu mir und hol dir Muni ab, ey. Ich hab 50 Muni. Ich hab 160 oder so. Ah, 120. Ich hab nämlich noch ein bisschen was in meinem Boot getan, deswegen habe ich gerade nur 120 dabei. War ein bisschen Schwefel jetzt aufgebraucht, aber Hauptsache ich habe auch Munition direkt zum Schießen. Bisschen Schwefel aufgebraucht. Ich habe hier wieder 21, Junge. Ja, Du ich hast habe auch. gesehen.
Probleme, ey. Ich Die habe auch noch Probleme eine muss man weitere noch haben. Schwefelquelle gesehen, gerade eben. Diese Art von Problem muss man mal haben, ey. So, alles, was Waffen ist, kommt in die Kiste. Das beinhaltet auch Fackel und die Schrottaxt hier. Ich hoffe immer noch darauf, dass man immer hinterher irgendwas kriegt, dass man hier beispielsweise wie mit den Schrottwürfeln von Raph, dass du einfach das Zeug da reinschmeißt und sagst, ja komm, verarbeite das zu was Sinnvollem. Kaputte PM und kaputte Maschinenpistole haben wir und zwei Waffenteile. Kann man daraus überhaupt irgendwas herstellen schon oder brauchen wir erst mehr Nein, wir Waffenteile? brauchen 10 Waffenteile. Kaputte PM. Wir brauchen 10 Waffenteile für die SMG und für die Für die PM Magna. 4? Ja, PM Makarov ist eigentlich so Und ein ziemlich das gleiche. Betäubungs-SMG? Ach ja, man kann sich ja Sklaven irgendwie später machen. Oh Junge, will haben. Wir brauchen Leute, die uns Baumwolle farmen. Bestimmt kann man denen dann tatsächlich so sagen, ey komm, farm das ab. Welche von denen ist das? Und wie viele Komponenten brauchte man, also wie viele Waffenkomponenten? Also für die für die ganz normale Piste waren es nur 4. Ich suche gerade von. Das sind 10 für die SMG. Für die Maschinenpistole sind 10. Ja, guck mal, wir haben wieder viel zu viel Scrap Metal. Oh, das Fernglas, das du dabei hast, das will ich auch mal ausprobieren. Das habe ich mir mal kurz genommen. Wie nutze ich das? Ach, das ist einfach nur generell, dass man dann zoomen kann. Ja, mehr ist das nicht. Wenn du es nicht haben willst, ich nehm's gern. Naja, das verbraucht halt nur nötig Platz bei mir irgendwie, auch wenn es schon irgendwie auch praktisch ist. Also ich nehm's wie gesagt gern. So, ich nehme einmal kurz die Holzkohle und verarbeite das einfach instant zu Schwarzpulver. So was anderem ist Schwefel derzeit ja nicht gut. Obwohl Ich doch, habe noch. warte. Ich habe auch noch mal eine weitere Leuchtfackel gemacht. Im Fall der Fälle. Besser haben und nicht brauchen als andersrum. Hey Junge, wo, da ist es ja, ey. Ein Schwefel ist noch. Wenn du in die Richtung tauchen gehst, direkt da bei den Apartments, direkt am Anfang, da ist auch nochmal Schwefelfatze holen willst. Lol. Ich dachte, das sei ein Rezept. Im Übrigen, falls du Samen findest, da oben ist die Kiste dafür. Und da sind Hier, auch die guck mal. Büsche. Ich dachte, das sei eigentlich ein Rezept. Hast du die PKM jetzt gebaut? Ich habe die Makarov gebaut, ja. Ich dachte, das sei eigentlich ein Rezept und nicht direkt die Waffe. Anscheinend kriegst du da denn direkt die Waffe. Ja, dann zeige ich mal, wie schnell die schießt. Pistole, Munition, zweite Kiste. Zweite Metalltruhe. Zweite Metalltruhe ist Waffen. Ich hab die schon. Ich gebe dir auch noch mal ein bisschen von der Schwarzpulvermunition. Falls du sie brauchst. Schwarzpulver packe ich mal hier mit rein. Also, das waren jetzt gerade 2 Schüsse, ja, die schießt schon relativ schnell, also. Die macht nicht mal ansatzweise so viel Schaden wie ein Schuss davon. Ja, aber überleg mal, wie lange du nachladen musst mit der. In der Zeit kann ich mit der irgendwie 10-mal abschießen. So, haben auch noch mal eine weitere Kräutermedizin, hat es ja eine Alge gefunden. Wir haben nur bisher noch ein Problem. Wir haben immer noch keine Möglichkeit, an Munition zu kommen. Das Für die konnte man, glaube ich, bei Pistole. dem Händler da hinten kaufen, dass man Munition haben kann. Warte mal. Nehmen wir mal das Magazin und die Pistolenmedizin. Uhr. Und dann kann ich ja mal kurz gucken gehen. Warte mal, das Dekozeug, das kann man der bestimmt auch andrehen. Ich nehme mal das Regal mit und prüfe einfach mal dadurch. Ich will auch mal Ich mit dem habe auch Motorboot fahren. noch Ich nehme mal eine das Uhr. Motorboot.
Ich will damit Nein, ich, fahren. Mann, ich hab hier... Ich will hab nur auch einmal noch damit mal, fahren. Ich hab auch noch mal hier was Wertgegenstandmäßiges. Dann pack doch mal eben kurz... Ach, Ich hab hier nämlich noch eine Uhr. Ich wollte auch halt einmal damit fahren. Das lenkt sich auf jeden Fall auch besser als das andere Boot, finde ich. Naja, also der Wendekreis ist deutlich größer, aber es ist schön schnell. Es ist schnell? Es verbraucht ja, keine Ausdauer? Du fährst sogar kontinuierlich fast 100, dort habe ich gerade im Stream gesehen. Ich komme nicht mal ganz auf die 100. Also ich sag mal so, mit dem Tretboot, das hat einen weit größeren Wendekreis, finde ich. So, dann mal testen. Vielleicht nimmt die ja auch das Regal. Wenn, dann wissen wir, wo wir unser Zeug loswerden. Ja, das Regal nimmt sie auch, aber das scheint nicht wirklich viel wert zu sein. Also, wir können hier 50 Kaliber Muni herstellen, aber nicht das... Okay, mit dem Regal und der Uhr zusammen, das Regal hat, glaube ich, nur einen Wert von 1, kann ich die Kaliber 50 Muni kaufen. Also das Rezept dazu. Vielleicht ist das ja die Munition, die du da hast. Ich kaufe das mal. Nee, das ist Pistolenmuni, die ich habe. Also die wir haben auf jeden Fall die Munition, die eine jetzt bekommen. Und es ist schön zu wissen, dass die da es auch nimmt, das Zeug, das Deko-Zeug, was wir nicht haben wollen. Das Holz ist nach wie vor teuer. Ich kann, könnte sonst noch einen der normalen Baupläne noch kaufen. Die Holzkohle die ist nicht mehr. Farbe, die Farbe brauchst du nicht. Farbe haben wir schon. Also die habe ich schon gelernt. Ich kaufe einfach mal ein bisschen Holz von dem, was geht. Nur 3 Holz. Ich kann ja mal gucken, wie viel Holz kann ich damit kaufen. Wow. Nicht mal ansatzweise etwas. Okay, wenn du Deko hast, die du loswerden willst und meinst, die brauchen wir nicht, das kann man da auch andrehen, aber das scheint... Guck mal, ich habe eine neue Pistole. Hast du die Steinschloss gekauft? Ja. Wie viel hattest du denn dabei? Die war nicht so teuer. Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich dir gegeben habe, aber ich habe ihr auf jeden Fall meine alte Pistole gegeben. Du Mieser! Ich habe das Falsche anvisiert. Änder niemals die Farbe meines Bootes. Ich finde wirklich, dass der Wendekreis von dem Ding wesentlich geiler ist als... Guck mal, wir können doch vorne die Insel einmal wegrainen. Wir haben noch Equipment. Ich würde gerne erstmal was essen. Ich habe meinen Hungerbalken, obwohl ich habe eine Dose dabei und meine... ja, aber wir müssen trotzdem mal zurück. Ich habe den Inventarplatz aktuell nicht. Man muss hier gedrückt halten, um das in Betrieb zu machen. Du musst die selbstständig auffüllen. Aber zumindest wissen wir dadurch, dass man keine Ressourcen dafür braucht, um das aufzufüllen. Ich sehe gerade irgendwie die Szene der neuesten Dr. Stone-Folge, wie wir das Ding auffilmen, wie die in der Folge, ne? Das sehe ich auch gerade. Die habe ich mir nämlich heute angeguckt, die Folge. Ja, weißt du, was ich geil fand? Dass sie auch instant auf Deutsch war. Ist halt so. Wobei ich die deutsche Synchro irgendwie nicht so lustig finde wie die japanische. Aber wie die da so 20 Meter beim Bogen fängt und versuchen, das Ding in Betrieb zu setzen. Aber hey, Respekt, die haben es von Hand auf 70 Bar aufgepumpt. Ich glaube, in der Wii würdest du dir eigentlich sämtliche Knochen dann erbrechen. Nein, bei der Anstrengung. So, 6 weitere Komponenten, wir könnten noch eine Flasche herstellen. Aber ich glaube, dafür würde das Glas nicht reichen. Ich habe jetzt extra ein Glas geopfert, damit wir zumindest eine Flasche mal haben. So, die Knarre hattest du als erstes, ich gönne mir die erste Atemluftflasche. Einfach mal testen. Ja, die hält lang. Die hält... Jein, also... Wer weiß, vielleicht ist das ein zweiter Balken. Ach, hier war Eisen jetzt direkt neben unserer Basis.
Ich glaube, dass der grüne Balken die Sauerstoffflasche ist und das blaue dann nochmal dein normaler Sauerstoff halt. Aber guck mal, das hält doch dann trotzdem recht lang. Naja, vor hängt allen jetzt Dingen, davon das ist ja nur die kleine Atemluftflasche. Stell dir das hängt den davon großen ab, vor. Hängt davon ab, wie schnell man die auffüllt. Standbild. Sagen. Ich habe ein Standbild gehabt. Und Spiel hat sich geschlossen. Wow. Ich weiß nicht, ob es abgespeichert hat. Das Spiel kam mit der Sauerstoffflasche nicht klar. Die Sauerstoffflasche war zu geil. Hätte sie doch mal eher mir erstmal zum Testen gegeben. Also sie bleibt ja in meinem Inventar, so ist das nicht. So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Atemluftflasche muss leer in meinem Inventar liegen. Einfach mal zur Seite legen. Ich glaube irgendwie nicht, dass die wirklich leer sein muss, sondern dass da einfach, dass die einfach abgenutzt sein muss. Ja, einfach nur generell abgenutzt. Hier ist eine Anzeige. So. Aber wenn man die Rüstung in Zukunft wirklich einfach so oft reparieren muss, dann macht das echt so gar keinen Bock. Ach, das Ding ist recht schnell aufgefüllt. Und ich hänge nicht 10 Meter in der Luft. Aber wenn wir da jetzt nicht irgendwie nochmal was Spezielles brauchen, dann geht das ja tatsächlich sogar. So, eine Komponente und ich kann dir direkt auch eine Atemluftflasche geben. Eine einzige steht nur noch. Haben wir nicht noch genug Glas, um eine herzustellen? Ja, haben wir, aber wir haben danach kein Glas mehr. Ja, und brauchen wir aktuell eh nicht für viel. Ich schmeiß das mal kurz aus dem Inventar raus. Also ich habe nicht wirklich, ich habe keinen Plan, wofür wir irgendwie groß Glas bräuchten. Jetzt brauche ich nur einmal einen Eisenbahn. Voila, deine Atemluftflasche ist auch fertig. Und ich bin auch fertig, um sie abzuholen. Und du hast ja gesehen, es ist recht einfach tatsächlich, sie wieder aufzufüllen. Wo hast du sie jetzt hingeworfen? Warte, ich schmeiße sie hier in die hinterste Kiste. Aber Hauptsache, du lässt erstmal die Alge liegen, ey. Ja, ich musste mal kurz was aus dem Inventar werfen, damit ich überhaupt was machen kann. Also das Teil ist recht schnell wieder aufgefüllt, aber du musst es natürlich komplett selbstständig machen. Ja, aber mich interessiert jetzt, ob man die theoretisch auch nur ein Stück verbrauchen kann und sie dann wieder auffüllen kann. Weil dann können wir jedes Mal, wenn wir hier in der Basis sind, die wieder voll auffüllen, bevor wir losgehen. Verbrauch mal kurz ein bisschen, dann kannst du das ja begutachten. Einfach nur ein kleines bisschen eben kurz. Ich war gerade einmal ganz kurz. Du musst die aus deinem Inventar rausziehen und dann kannst du die reinsetzen. So, beobachte ja, mal. Dann, also die, dann kannst du, die kannst du da reinwerfen. Also du kannst sie mir gar nicht beobachten, wie schnell. Warte mal, lass mich mal beobachten, damit ich sehe, wie schnell sich das füllt. Am besten auch mal, wenn die Flasche leer ist. Ja, das ging recht schnell, ja. Ist schon voll. Verbrauch mal einmal komplett. Ich würde auch mal gerne sehen, wie schnell die gefüllt ist. Dann kann ich ja da auch so einen Zeitstempel reinpacken, wie schnell das ging. Also da kann ich ja die Sekunden abzählen. Das würde mich einfach mal interessieren, wie schnell die gefüllt ist. Ich tauche hier einfach mal ein bisschen rum und gucke, ob es um unsere Basis herum irgendwas Interessantes gibt. Da, wo die ganzen Häuser sind, da ist auf jeden Fall recht viel Schwefel, falls du es holen willst. Nee. Und da kannst du auch ein bisschen was an Komponenten finden. Ich bin da gerade gar nicht. 12? 25? 37, 50. Anscheinend geht es immer an 12,5er Schritt. Ja. Und voll. Also ein Achtel machst du pro 2 Sekunden oder so.
Na, 10 Sekunden und die Flasche ist wieder voll. Eigentlich recht effektiv. Ja, aber wenn man mit. Ich hoffe trotzdem, dass es in Zukunft sowas für automatisch gibt. Ich Eigentlich meine, eine. wie cool wäre das denn? Du hast hier einfach so einen riesen Sauerstofftank, mit dem du, wer weiß, wie lange unter Wasser sein kannst. Und in der Basis haben wir dann jeweils zwei solche automatischen Dinger stehen, wo wir jeweils immer den leeren Sauerstofftank reinpacken und den vollen da rausnehmen. Ja, kann ich sehr gut nachempfinden, dass das toll wäre. Ey, verzieh dich. Wahnsinn, die dämlich. Das sind Piraten. Dort ist Nackedei. Hinter dir läuft noch einer rum. Bin tot. Ich komme mit dem Tretboot. Und mach dann direkt ein paar Verbände. Ich habe den mit Schusswaffe getötet. Ja, also die haben ein bisschen besseren Loot als die Mutanten. Ah, ich sehe es erst, wenn ich ankomme. Ich meine, ich habe zwar auch gut einen wegbekommen, aber ich habe den mit der Pistole platt bekommen. Lol, Junge, der hat eine Machete. Der hat einfach eine Machete, der Kranke. Ja, ich komme. Aber der Damage der Machete scheint nicht allzu hoch zu sein, irgendwie. Aber den nutze ich mal anstelle des Speeres. Da lebt ja noch einer. Ganz oben wahrscheinlich auch noch einer. Und die haben ja richtig guten Loot. Ja, ne? Ja, lol, Junge, hier gibt's einfach geile Schuhe. Ja, ganz oben ist auch noch mal einer. Aber der ist dämlich. Den konnte man hier easy peasy durch das Teil hindurch schießen, ohne dass er angreifen konnte. Hier ganz oben ist noch einer. Ach du Kacke, Eine. der hat eine starke Schusswaffe, der da oben, der Gegner. Jetzt nicht mehr. Junge, das war eine Shotgun oder so. Oh, Ah, Benzin. ah nee, das war die Dreier-Dingens-Pistole da. Oh, Diamantring, teurer Wein. Ja, und weißt du, was das Geile ist? Wir können es jetzt einfach doppelt holen. Ich habe ein volles Inventar. Jetzt kann ich es mitnehmen. Wir haben die Kiste einfach doppelt geplündert. Das heißt, wir haben doppelt mal den Diamantring und das Dingens. Aber das war gut, dass du mit dem hergekommen bist, Jürgen. Die Diamantringe sind ja mal derbe viel wert. Aber ich konnte ihn nicht mehr aufsammeln. Also der ist aus der Ja, Kiste zwar raus, aber konnte ihn nicht sammeln. die sind bei mir jetzt drin am Schimmeln. Aber hey, wir wissen jetzt zumindest, wo wir gut an Soda herkommen. Ist übrigens schön, dass wir nach wie vor das Zeug einfach verdoppeln können. Dass sie den Bug nicht gefixt haben, ist gut. Aber Hauptsache das Spiel fast nicht mehr Multiplayer freundlich machen. Hier, geh mal auch an den Ofen ran. Hier ist geiles Zeug drin. Bist Warte. du? Jetzt bin ich dran. Ist hier noch so ein Ding irgendwo? Weiß ich gerade nicht. Ich hab die Machete jetzt auch noch mal. Ja. 30 Schaden. Na gut, ist jetzt nicht ganz so geil. Konservendose, die fresse ich einfach direkt. Nee. Nimm mal mit. Die gibt immerhin noch 45 Food, also schlecht ist die nicht unbedingt. Hast du gerade mein Boot angeballert? Nein, ich schieße auf den Marlin. Ich probiere ihn so zu erschießen. Es hat geklappt!
Hier oben gibt es übrigens auch noch mal einen Schrank, aber da ist nur Kleidung drin. Wenn du gut zielst, kannst du die Malens erschießen. Ich habe einen gerade erschossen. Hat ich den Loot genommen? Ich habe volles Inventar, ich kann gerade nichts nehmen. Dann schmeiß es doch in Kisten, außerdem... Hier wären halt noch... Das Einzige, was hier drin wäre, wären halt Schuhe mit zwei Rüstungen, wenn du noch brauchst. Ach, nee. Obwohl, doch, komm, aber... Ja, ich habe eine Komponente gelootet. Und komm mal mit, ich will dir mal was zeigen. Komm mal hier eine Etage höher. Jetzt ist hier Licht. Hier ist noch der Schrank, den du meintest. Lobsterhut. Stil 5. Komm mal hier hin, hier ist eine Atemschutzmaske mit Rüstung 4. Wie, wo, was? An dem Schrank, wo ich bin, hier ist eine Atemschutzmaske mit Rüstung 4. Bei mir nicht. Da haben wir wohl anderen Loot. Bei mir ist da keine drin. Ich habe eine Atemschutzmaske. Einfach eine Gasmaske. Bei mir war dafür eine Brille mit Schutz 3 drin. Und ich habe was Stylisches. Stil 5. Magst du einen Lobsterhut haben? Eher nicht. Aber den können wir verkaufen. Auf so Not, wir wissen, wir können doch auch die alten Ex und so weiter eigentlich bei denen der verkaufen. Was? Wenn wir es schon nicht recyceln können, können wir es doch verkaufen. Stimmt. Da, das Teil hat dir das gerade richtig viel Scrap-Metall gegeben. Ja, das wusste ich aber auch schon durch einen anderen Container. Ja, aber den habe ich halt gemeint gehabt. Ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein, ne? Nö, auch auf dem Dach ist kein Special Loot nochmal. Im Meer brauchen wir jetzt nicht weiter gucken, wir werden den Hai jetzt nicht finden, weil dunkel. Ja! I am Speed! Junge, ich kann mich mit über 100 km/h im Wasser fortbewegen. Du hast dir den Scooter gekauft. Ja, Junge, der ist schneller als das Motorboot. Ist das ein Auto, so ein Ding, oder was, was du unten in die Leiste ziehst? Das ist was du in die Leiste ziehst, leider. Also brauche ich leider einen Fahrplatz. Nö, du brauchst nur Batterien dafür. Und die Batterien verbrauchen sich dann halt, aber das Teil verbraucht sich selber nicht. Ja, man kann ja so eine Batterieladestation basteln, ein Akkuladegerät. Bräuchte man aber nochmal 2 Kupfer. Und das Kupfer will ich jetzt eigentlich nicht verbrauchen, bis wir eine weitere Quelle finden. Ey! Was ist? Ey! Also. Ihr Mistviecher! Alter, die haben hier fast alles geschrottet. Nicht nur fast alles, die haben quasi alles geschrottet. Hier steht nichts mehr außer unser Sauerstoffgerät. Naja, immerhin, das war auch teuer. Der Ofen ist auch komplett weg. Ja, die mit ihrem Schild sind auch nervig. Zumindest wenn man keine Schusswaffen hat. Okay, jetzt sehe ich den Sinn in den Stacheln. Ja, damit die einen nicht die ganze Zeit alles kaputt machen können, während man weg ist. Ich dachte, die spawnen halt nur, wenn man da ist. Aber jetzt haben wir auch einen Grund, die auszurotten. Ey, jetzt wollen die hier oben an unser Holz. Komm her, du Drecksack. Ja, wir müssen dringend eine Verteidigung aufbauen. Junge, es ist nicht mal mehr unser Bett da, ey. Aber immerhin die Kisten noch. Ja, zumindest haben die das Wichtigste nicht bekommen. Ich habe mal Licht gemacht. Und da schwimmt noch eine Ratte im Wasser. Headshot. Du kannst im Wasser nichts machen, du kleine Mistratte. Hinter dir! Okay. Nee, der ist nicht hinter mir, der ist vor mir. Der Typ mit der Armbrust ist ja der, mit dem ich gerade mich angelegt habe.
Nee, da war einer mit Speer hinter dir. Zumindest das, was in den Lagern drin war, kommt wieder zurück, aber wir dürfen den Ofen und so weiter alles nochmal neu basteln. Ey, wir müssen wirklich so einen Ring machen, dass die überall Stacheln haben. Und dass wir dann nur noch über Land hier den Zugang haben. Die haben einfach alles, was wir aufgebaut haben, zerstört. Mit dem, was hier rumliegt, einfach direkt die Lager bauen, würde ich sagen, ne? Ja, ich mache aber auch noch mal was anderes. Hätte ich nicht wenigstens den Tresor mitnehmen können? Der war eh unnütz. Ist halt so. Das, was unnütz ist, das ist noch hier. Aber das Nützliche, das ist weg. Wenn Euer wenigstens weiß. der Ofen überlebt hätte. Weißt du, was ich hoffe? Dass wir die Forschungsstation nicht wieder upgraden müssen. Forschungsstation. Sechs Ich hoffe, wir Komponenten müssen können es viel heute nicht mehr. rausfinden, falls du keine Komponenten hast. Wenigstens der Grill und der Reiniger haben überlebt. Ja, also. Na gut, der Tresor hat wahrscheinlich überlebt, weil er so viel Leben hat. Ja, das ist auch der einzige Grund. Die Dinger, die müssen wir Massen aufstellen. Wir müssen Okay, auch uns hier. tun die aber auch nicht weh. Oh, das ist praktisch. Wir müssen dann aber trotzdem nochmal hier die Regale abändern. Das kann ich nicht mitnehmen gerade. Die Regale müssen wir nochmal umplatzieren, schnell. Der Plan wäre dann, beim nächsten Mal eventuell auf die Insel da umzuziehen, die richtig große da hinten. Das wäre auch sehr nah an der ein oder anderen Quelle. Also wirklich die, wo diese richtig fetten Hangars da sind, würde ich sagen. Hier willst du auch mal eine Runde ausprobieren. Warum nicht? Möchte ich aber wieder haben. Ist nur geliehen, nicht geschenkt. Boah, ist ja richtig schön. Der ist schon schnell, oder? Ja. Ich sehe dich schon nirgendwo mehr. Ich bin schon wieder an der Basis. Ich bin einmal Runde Kreis geschwommen. Ja, damit ist man halt richtig derbe schnell unterwegs. Vor allen Dingen, wenn wir Batterie-Ladestationen haben. Ja, du kannst die Batterien halt auch rausnehmen. Aber was hältst du davon, dass wir beim nächsten Mal da drüben hinziehen, hier jetzt nicht großartig aufbauen, dass wir dann später alles mit darüber nehmen? Was hat denn das Bett gekostet? Das würde ich auch gerne noch eben schnell aufstellen. Das, ja, damit wir hier halt einen Spawnpunkt zumindest haben. Das Bett, das ist ein bisschen Holz und Ja, Stoff. habe ich. Holz weiß ich nicht, wie viel wir Schon haben. aufgestellt. Ich habe Holz allein schon durch die Bäumchen da oben. Lass uns einfach einmal hinlegen, damit wir als Sicherheit den Speicherpunkt haben. Ich kann manuell Auch wenn. abspeichern. Ich meinte eher als Safe, als Respawn-Punkt. Weil ich weiß jetzt nicht, ob das als Respawn-Punkt für uns beide denn zählen würde. So, der Stream, der ging jetzt aber wirklich lang genug, fast 4 Stunden. Ich mache jetzt Speichern und Beenden. Das wird für mich anstrengend zum Schneiden. Eventuell mache ich 2 Parts draus, obwohl du hast ja 1 Stunde gebraucht, um joinen zu können. Also 3 Stunden, würde ich mal sagen. Eben, und viel ist jetzt auch nicht unbedingt passiert. Ich meine, wir haben halt ziemlich viel gefarmt, also. Ja, aber das Spiel ist ja auch farmlastig bis zum Abwinken. Ja, aber du brauchst jetzt nicht irgendwie jedes bisschen, was wir da gefarmt haben, irgendwie drin Nee, wie wir belassen. beispielsweise da unten am Farm sind, oder beispielsweise bei der Raid-Sache, da würde ich auch so, ja, das Interessanteste und hier beispielsweise Ich wie wir meine. den Container leeren, das würde ich zum Beispiel auch rausschneiden. Also Den. allein beim letzten Part, nach dem 2 Stunden Kack, den du da dir ertragen lassen musstest, der Stream war da, glaube ich, noch so 1,5 Stunden lang ungefähr. Und davon haben es so um die 40 Minuten auf YouTube geschafft. Ja, also von dem, was wir da jetzt haben, ich meine, den Raid am Ende, den wäre durchaus möglich, dass du den halt auch so drin lässt. Ich meine, das ist halt auch eine komplett neue Insel und neuer Loot, den man da halt so zum Teil Ja, was Neues, das lasse ich auf mitbekommt. jeden Fall drin. Auch so Raids, allein schon, weil da die größte Spannung ist, lasse ich auf jeden Fall drin.
Eher dieser Naja, wenn du Farming-Teil, die, rauskacken oder wie ich würdest. da beispielsweise 50 Mal das Eisen da reinschmeiße, das würde ich rausschneiden. Ja, sowas ist halt wirklich nun überhaupt nicht relevant. Ja, sowas ist uninteressant und sowas schneide ich dann für gewöhnlich raus. Na gut, Leute. Ich sag hier jetzt auf jeden Fall mal, dass das jetzt wirklich für heute war. Ich verabschiede mich auf jeden Fall zuerst von der YouTube-Gemeinschaft. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt so viel am Ende verloren haben, aber ich finde, die zwei Stationen, die da jetzt waren, die waren jetzt nicht weiter wichtig. Ich hoffe nur, dass die Forschungsstation halt geupgradet bleibt und wir nicht wieder von vorne upgraden Ich glaube, dürfen. dass die geupgradet bleibt, sonst hätten wir beispielsweise den Ofen verloren. Ich glaube, wenn man alles erforscht, dann kann man die Forschungsstation auch komplett wegschmeißen. Naja, von der Naja, YouTube dann. Gemeinschaft verabschiede ich mich an der Stelle. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag.